Die ARD-Serie Lindenstraße wird eingestellt. Seit mehr als 3 Jahrzehnten gehören die Geschichten um Mutter Beimer, Andi Zenker und die anderen Bewohner der fiktiven Straße sonntags zum deutschen Fernsehalltag. Damit soll nun im März 2020 Schluss sein. Wie die ARD heute mitteilte, sei dies die Folge von steigenden Produktionskosten und zugleich rückläufigen Zuschauerzahlen. Das ist die Melodie, die seit 33 Jahren die Fans der Lindenstraße am frühen Sonntagabend vor die Fernseher zieht. Mit Geschichten und Schicksalen, die nicht nur berühren, sondern auch das Leben hierzulande widerspiegeln. Und mit Szenen, die TV-Geschichte schrieben, wie dem ersten schwulen Kuss in der ARD. Geradezu Kult wurde nicht nur die spiegeleierbratende Mutter Beimer, auch die Sendung überhaupt. Kein Wunder, dass die Lindenstraßenfans mit dem Aus der Serie hadern. Im Moment kann ich mich mit dem Gedanken noch nicht anfreunden. Ist eben das Ende einer Ära. Die Lindenstraße zeichnete aus, dass sie mit der Zeit ging und aktuelle Themen aufgriff. Bei Gott und Vaterland! Für den langjährigen Produzenten Hans W. Geißendörfer ist die Entscheidung der ARD, die Lindenstraße auslaufen zu lassen, unverständlich und für den WDR schmerzlich. Mir persönlich tut das sehr leid. Die Lindenstraße ist ein Stück Fernsehgeschichte, aber es ist eine Entscheidung der ARD als Gemeinschaft. So eine Serie ist teuer. Unsere Etats sind knapper, wir haben viele neue Aufgaben in der digitalen Welt und ehrlicherweise sind leider auch die Zuschauer in den letzten Jahren immer weniger geworden. Während der Tod Lindenstraßen-Urgestein Hans Beimer ziemlich unspektakulär ereilte, soll die Serie bis zum Schluss noch für viele unvergessliche Momente sorgen. Nach dem Finale im März 2020 bleiben der Griff zu DVDs oder Online-Angeboten, um in alten Lindenstraßenzeiten zu schwelgen.